Freunde Philipp Lang hier, wir gehen hier nochmal einen Schritt weiter und zwar mit dem Thema Du bist dein Reichtum. Was meine ich mit diesem Du bist dein Reichtum? Hier eine Auflistung, eine Kalkulation, wie man sein Nettovermögen berechnen kann. Vermögen minus Schulden ist 1 Million. Das ist mir viel zu wenig. Denn was ist überhaupt mit einer, was ist die gute Geschäftsidee wert, um das überhaupt erreichen zu können? Die ist hier nämlich in dieser Kalkulation nicht beinhaltet. Oder was ist mit dem Mut, der dazugehört, diese Geschäftsidee hier auch umzusetzen? Oder was ist mit all den Kontakten und Beziehungen, die man braucht, um diese Geschäftsidee oder dieses Ziel auch zu erreichen? Was ist mit Kreativität, Überzeugungskraft, Ausdauer und Wissen? Ist das nichts wert? Muss das nicht in diese simple Kalkulation mit rein? Ich sage nämlich, nichts davon taucht eben in dieser Nettovermögenauflistung auf. Die Wahrheit ist für mich nämlich, du hast nicht Reichtum, sondern du bist dein Reichtum. Denn dein Wissen und deine Fähigkeiten, das sind eigentlich der Reichtum, um überhaupt sowas anstoßen zu können. Dieses ganze Wissen und Fähigkeiten, Geschäftsidee, Mut, Kontakte, Kreativität, Ausdauer, das ist eigentlich Reichtum. Deswegen bist du dein Reichtum. Und deswegen, als Anfänger brauchst du nur 3 Dinge. Und diese 3 Dinge haben wir hier. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Geschäftsidee. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2. Du, die eigene Verpflichtung, es umzusetzen. Das brauchst du auch. Du musst dich in die Pflicht nehmen, es umzusetzen. Und Punkt Nummer 3, du brauchst Kontakte, die diese Idee erfüllen. Du brauchst Kunden. Und dann kann man auch sagen, du bist dein Reichtum. Denn das musst du dir alles aufbauen, um eben Erfolge zu sehen. Das Leben ist ein Seminar. Auf das gehe ich auch noch kurz ein. Und zwar, das Leben ist wie ein Spielplatz. Und ich habe mich dazu entschieden, lebenslang zu lernen, nie aufhören, besser werden zu wollen, immer up to date zu bleiben und viele Coachings besuchen, viele Kurse zu machen, einfach um ja, gut informiert zu sein. Deswegen, das Leben ist ein Seminar. Es begann mit der Geburt, mit meiner Geburt, und ich kann nicht raus, außer durch den Tod, mein Leben. Also muss ich es genießen. Und wenn ich es eh verbringen muss, warum sollte ich es nicht positiv nutzen? Warum sollte ich nicht dazulernen? Nur ferngucken, nur im Internet surfen, macht es nicht besser. Deswegen, es gibt eben Geld oder was man auch, Freiheit, Geld ist irgendwo Freiheit, in diesem Seminar zu erreichen durch Arbeit, die du magst, nicht weil du sie tun musst. Das ist heutzutage möglich. Es beginnt alles mit einem Traum. Male dir heute, nach diesem Video, mach dir eine ruhige Minute, hol einen Zettel und dein Journal raus und male dir dein Leben in 5 Jahren so genau wie möglich aus. Was willst du heute in 5 Jahren am gleichen Tag erreicht haben? Wir haben die Möglichkeit, unser Leben, wie wir vorhin festgestellt haben, selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu kontrollieren, selbst zu steuern. Und deswegen, was willst du in 5 Jahren haben? Hab Ziele und gib dir die Erlaubnis, auch große Träume zu träumen. Das ist das, warum wir hier auf dem Planeten sind. Schreibe nieder, schwarz auf weiß, auf Blatt Papier, was wichtig ist, die Träume in die Realität zu transformieren. Was ist das Ziel und was sind die einzelnen Schritte, um dorthin zu kommen? Schreib sie dir auf. Denn Klarheit ist Kraft. Jedes Buch über Erfolg schreibt über die Wichtigkeit von Zielen. Wenn man keine Ziele hat, ist man wie ein kleines Segelboot auf hoher See, wo die großen Wellen des Meeres das kleine Segelboot, was nicht das Segelgehisst hat, hin und her schubst. Deswegen habe Ziele und visualisiere deine Ziele sehr, sehr klar. Je klarer du sie definierst und visualisieren kannst, desto besser. Und deswegen visualisiere jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Baustein, der dazu notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und spiele die einzelnen Schritte im Kopf durch. Und geh in dich und sag, erlebe sie schon jetzt, als hättest du sie schon erlebt. Das ist alles kein Witz. Das hört sich alles geschwollen an, aber es ist die Wahrheit. Macht das und es wird euer Leben verändern. Denn das ist das System, um deine Ziele zu erreichen. Gedanken, haben wir im Video vorher gehört, Gedanken kann man steuern, kontrollieren. Und diese Gedanken
projizieren wir auf das Ziel, brechen runter, welche einzelnen Schritte notwendig sind. Und das ist das System. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Man manifestiert jedes Ding in der Realität nur mit Gedanken. Das ist wie beim Marathon. Ich bin den Marathon gelaufen und ich wusste am Anfang auch nicht, 42 Kilometer, wie soll ich das schaffen? Dann habe ich es runtergebrochen. Im Training. Ich habe mir auch einen Kurs oder einen Plan gekauft, wie viel ich jeden Tag laufen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und das war das System, wie viele Kilometer ich jeden einzelnen Tag abspielen muss, um schlussendlich dann an einem Wettkampftag die 42 Kilometer abzurufen. Das ist das System. Jeden einzelnen Tag, jeder einzelne Kilometer. Das muss auf der Liste stehen. Mehr Klarheit ist noch kraftvoller. Was meine ich damit? Beginne ein Journal nur für deine Ziele. Ich kann es euch kurz zeigen. Wer noch nicht in den Gruppencalls war, ihr seht hier meine Journale. Ich habe den Mexican Scully gerne oben. Das ist mein Talisman. Und ich habe vier Journale, wo ich nicht wenig reinschreibe. Das ist alles hier vollgeschrieben. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Das sind alles Journale, was ich niederschreibe. Das sind alle voll. Schreibe deine Ziele täglich in das Journal. Täglich. Schreibe sie täglich. Ich schreibe sie auch täglich. Lese deine Ziele nicht nur, sondern schreibe sie. Schreiben ist ganz wichtig. Dann kommt erst das Unterbewusstsein zum Machen. Schreibe sie täglich neu. Schreibe Ziele in folgenden Bereichen auf: Körper, Geist, das ist die Gesundheit, Gesellschaft, Familie, Freunde, Finanzen und auch Zeitziele. Zeit, was willst du denn mit deiner Zeit machen? Willst du reisen? Willst du spazieren gehen? Willst du irgendwelche Hobbys? Schreib dir in diesen folgenden Bereichen Ziele auf und formuliere diese Ziele, als hättest du sie schon erreicht, und schreib sie dir auf eine kleine Karteikarte und hab die Karteikarte immer im Geldbeutel dabei, dass du dir sie immer und immer wieder angucken kannst. Und trage diese Karte immer mit dir und lese sie viermal am Tag vom Frühstück, Mittag und Abendessen und vom Schlafen gehen. Das ist Klarheit, und mehr Klarheit ist noch kraftvoller. Hab auch ein Vision Board, mach dir irgendwelche Ausschnitte von irgendwelchen Häusern, Autos, egal welche Ziele du hast, Reiseziele, klebst dir auf, schreib hin, ich will das dann und dann erreicht haben. Du wirst sehen, es kommt. Es ist kein Witz, es ist magisch. Mehr Klarheit ist kraftvoller. Unterschreibe diese Karte mit Datum und verpflichte jemanden, das Gleiche zu tun, und besprecht euch einmal die Woche mit dieser Person und überprüfe den Weg zum Ziel. Und mach auch Updates auf dieser Karte. Die Ziele, wenn du erreicht hast, dann steck dir neue. Es ist so. Du musst es schreiben, du musst es lesen, du musst es sagen, du musst es sehen. Und dann bemerke, wie diese Ziele magisch in dein Leben kommen. Mach das, halte das nicht nur für Schabernack. Macht es jetzt nach dem Video und schaut euch das nächste erst an, wenn ihr das niedergeschrieben habt. Lasst euch Zeit. Macht eine ruhige Musik, was auch immer. Das dauert vielleicht eine Stunde, das dauert vielleicht auch zwei, das dauert vielleicht auch länger. Nehmt euch die Zeit, es ist es wert. Wirklich. Bis dahin.